Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei City Skylines. Ja, mussten wir nur mal einen Familienstreit schlichten. Ja, man sieht hier entstehen schon die... Ich weiß nicht, das sind schon andere Stufen. Zwei gebildet und drei ungebildet. Das sind drei Kinder und die Erwachsenen sind wahrscheinlich dann gebildet, würde ich mal behaupten. Okay. Und sieht das nicht einfach geil aus? Das ist wirklich klasse. Oh, hier ist ein Feuer ausgebrochen. Aber die Feuerwehr ist schon im Anmarsch. Ja, und so sieht es ja schon langsam ganz anders aus. Unser Geld schrumpft auch. So, wir haben jede Menge Nachfrage nach Wohngebieten. Ich ziehe jetzt mal hier... Wir könnten auch mal eine breitere Straße nehmen. Oh ja, mit der Kreisel nachher verstopft. Nee. Müssen wir normale. So, ein bisschen gerade. So, und dann geht von hier nochmal eine ab. Hier nochmal so ein bisschen rüber. So, das soll Wohngebiet werden. Und könnten natürlich auch noch hier weiter runterziehen. Aber ich würde jetzt hier diese Häuser nicht wegnehmen wollen. Dann gehe ich, glaube ich, hier direkt mal runter. Ist ja hier gerade eine Kreuzung entstanden. So, jetzt muss ich auch ein bisschen aufs Geld achten. Denn wir werden hier noch Probleme mit Wasser bekommen. Ich glaube, wir müssen gleich den ersten Kredit aufnehmen. Oder wir stellen mal ein bisschen schneller. So, es kommt auch wieder ein bisschen mehr Geld rein. Okay, was haben wir denn hier noch? Ein kleiner Park. Kostet 1000, aber ist gerade nicht das Geld dafür. Das ist mal so ein Kieswegen. Was für Fußgänger nur gedacht. Okay. Pflasterweg. Nur für Fußgänger. Das ist doch ganz nett. Da könnten wir doch mal... Zum Beispiel, dass die hier rüberlaufen. Ich weiß es nicht. Ob wir das, ich werde jetzt kein Haus dafür zerstören. Nee, das sieht schlecht aus. Was hier schon eine schöne Abkürzung wäre, ne?
Nee, machen wir später. Und hier kann ich noch einzelne Bäume setzen, okay. Das kostet nichts, oder? So könnte man das hier dann alles noch ein bisschen verschönern. So. Und es ist sehr viel Nachfrage nach Gewerbe. Okay, aber jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt hier Wohngebiet. Wo mir das da drüben an dem See auch sehr gut gefallen wird, ne? Mit Wohngebiet. Muss ich mir mal einen kleinen Plan machen, glaube ich. So, Strom sieht sehr schlecht aus. Das heißt, wir müssen noch eins setzen. Okay, der Wassermangel ist wahrscheinlich jetzt wegen dem Strom, ne? Ich denke mal, das wird sich dann gleich legen. Da ist dann wohl die Pumpe ausgefallen. Und hier drüben, die haben kein Wasser, da müssen wir natürlich dann die Rohre verlängern. Hier auch nochmal. So, haben wir hier irgendwas freigeschaltet? Nee. Geht auch noch nicht. So, Polizei. Wie sieht's mit Müll aus? Alles noch im grünen Bereich. Mal hier nochmal durchschauen. Im Verkehr, das läuft aber auch noch alles ganz gut. Okay. Industrie. Ist hier ein bisschen doof. Man müsste diese riesen Firma abreißen, wenn ich jetzt hier aus einer Kreuzung noch machen will. Hilft nichts. Ich glaube, wir machen das. Industrie. Ja, gerade nochmal am Durchschauen. Okay. Jetzt machen wir unsere Steuern 9%. Mhm. Na, ist nur okay. Steuern erhöhen möchte ich jetzt nicht, aber wenn wir noch im Wachstum sind. So, dann geht's hier schon wieder los mit Wasserleitungen. Können sie ja noch ein bisschen weiterziehen, ne? So. Weiter würde ich jetzt nicht gehen, weil hier eventuell noch Windkrafträder hinkommen. Okay.
Ich würde gerne noch den... das Budget für Strom vielleicht noch so ein bisschen erhöhen. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie wir da drankommen. Wobei da natürlich auch die Frage ist, ob sich das lohnt oder ob das dann eher lohnt, dass man wirklich lieber aufstockt. Ne, nochmal, also wir brauchen auf jeden Fall noch ein Windkraftrad. Noch sind wir eine einigermaßen grüne Stadt. Hier wurde gerade ein Haus aufgewertet. Mal gucken, was da rauskommt. Okay. Auch fleißig am Bauen. Das ist die Oberschule, ne? Ist noch nicht ganz ausgelastet, die hätte noch ein bisschen Platz. So, aber ich weiß immer noch nicht. Bis 182 Kinder. Okay. Hier sind die Richtlinien. Okay. Ja. Die Bürger sollen mal ein bisschen Strom sparen. Das finde ich ganz gut. Dann Rauchmeldeverteilung. Okay, dann erhöht sich halt die Gebäudekosten. Ne? Also pro Gebäude 5 Cent. Haustierverbot. Verringert Müllansammlung. Okay. Das kann ich doch nicht machen hier mit Besteuerung und Stadtplanung. Ganz interessant. Ja, wo könnten wir denn das hinbasteln mit der... Landwirtschaft zum Beispiel. Oder nutzen wir dann hier diesen Bereich? Wäre auch eine Idee, ne? Ja, ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Können ja später auch nochmal die Straße weiterziehen. Ich mache jetzt mal die hier weiter. Einfach mal gerade runter. Aber... Doppelspurig. Machen wir nochmal einfach. Und ich hoffe einfach, dass wir das später noch machen können mit doppelspurig. So, und würde jetzt hier zum Beispiel sagen, dass wir hier Landwirtschaft machen. Einfach mal, um zu gucken, wie es aussieht. Aber dazu muss ich erstmal Industrie vergeben. So, und macht jetzt gerade irgendwas falsch? Denn da brauchen gerade die Falschen.
Gut, das gleich mal beim nächsten Mal. Kriegen wir das hin, dann kommt hier diese Schwerindustrie wieder weg und hier kommt auf jeden Fall landwirtschaftliche Gebäude hin. YouTube, ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann spätestens morgen. Macht's gut! Na gut, den nehmen wir noch mit. Ein neuer Meilenstein. Hey, Busse. Cool. Freizeitnutzung. Eine Dreibahnkreuzung. Sehr schön. Ein großer Kreisverkehr. Kleberkreuzung. Fortschrittliche Windturbine. Da werden wir schnell umsteigen. Und hier ist das Busdepot. Und ein Friedhof. Den brauchen wir natürlich auch. Jetzt macht's gut. Ciao.